Willkommen zurück zu Living Legends Threat of the Beast. So, wir brauchen eine Kristallkugel. Ja, okay. Eine Stimmgabel. Ein Tintenfisch, Steuerrad, Schnecke, Maske, Stößel, ein Bogen, Mond, Kerze, Pferd und ein Buch. Ja. Da. Da haben wir ihn. Hier war noch irgendwas. Schick. Wirklich schick. So, wo haben wir denn eine Kristallkugel? Ich sehe hier zwar vieles leuchten, aber nichts, was aussehen könnte wie eine Kristallkugel. Was war das? Das war ein Tintenfisch. Das hier ist auch... Da ist eine. Okay. Ein Buch. Nee. Das Pferd gewesen wahrscheinlich. Eine Schnecke haben wir hier. Ein Steuerrad. Eine Stimmgabel. Stimmgabel ist hier. Wo ist denn hier ein Steuerrad? Ach, dahinter. Okay. Stößel. Wie groß ist denn dieser Stößel, bitte? Da. Ein Mond. Kerze und Buch. Hier hinten haben wir nur eine Schriftrolle. Kerze ist hier. So, Mond und Buch haben wir noch, ne? Da ist mal die Frage. Die Frage stelle ich mir ja jedes Mal. Wie sieht es denn aus? Beziehungsweise, wie soll es aussehen? So, hier an der Seite ist auch noch was dran. Hat das eine Bedeutung? Manchmal ist das ja so, aber ich glaube, hier ist auch kein Mond. Oder dergleichen. Da oben ist ein Mond. So, und jetzt haben wir nur noch das Buch. Da. Ein Stößel. Stößel hierfür. Blättern, Diamanten. Whatever. Okay, es sieht genauso aus wie das Teil, was wir mit uns rumschleppen. Hier fehlt aber noch was. Ach. Was können wir zusammenstellen? Oh, okay. So. Und die Blätter fehlen noch. Nehmen wir doch die. So, die kommen hier rein, das kommt hier rein. Ja. Auf jeden Fall. Um das Böse zu besiegen, kann es nicht schaden, einen Gegenstand zu haben, der Ungeduld, nee, Unschuld und Liebe darstellt. Ja. Ist schon klar. Ja, doch. Wollte ich doch sagen. Okay. So, ist das für dich hier? Nee, wo soll denn das hin? Verwirrung. Ach, da oben kann ich noch ran. Ach so. Schattenblume. Eine Schattenblume? Ist das hier eine Schattenblume? Oh, da habe ich keine Ahnung. Nee, das nicht. Das ist eine V-Feder.
Okay, Keramiktopf. Das ist auch nicht. Einen Köcher brauchen wir. Den haben wir hier hinten. Eine Waage haben wir hier. Haken, eine Statue. Ja. Eine Harfe haben wir hier. Besenzahn. Und Pilze. Hier. Bonbons fehlen uns noch. Bonbons, was ist das da oben? Schattenblume. Doch! Da war ich doch aber vorher schon drauf. Sowas, ein Köcher. Wo haben wir denn hier einen Köcher? Da ist der Haken. Der war jetzt eher zufällig. Oh, ein Tarotkarten. Aber wir können irgendwo etwas machen. Eindeutig, dass etwas beim Schädel fehlt. Ja. Brauchen wir ein Auge? Nee, das ist es nicht. Wo soll denn das hier hin? Ach. Ja, okay. So, jetzt. Ein Besen haben wir auch noch. So, und beim Schädel fehlt was. Hier. Und ein Zahn. Den kriegst du jetzt aber. Don't worry about me. You have to save our daughter. I'll catch up once I'm free. Now go. Ja, okay. Wait. I don't feel good. What did you do to me? Mommy! Daddy! Stop! I don't want to anymore! Morgana, no. Please, no. Get away from my daughter. Give me your hand. I don't need your charity. I'm going after her, my love. Farewell. Mommy! Daddy! I'm so sorry. Ja, bitteschön. Gerne doch. Okay, super. Du hast das Bonuskapitel erfolgreich abgeschlossen. Ja, und damit ist dann auch der dritte Teil geschafft. Aber es gibt natürlich auch noch weitere und wir werden uns dann demnächst mit dem vierten Teil beschäftigen. Ich weiß gerade gar nicht, wie der vierte Teil heißt. Aber das macht ja auch nichts. Nein. Okay, dann danke ich fürs Zusehen und wenn man mag, bis woanders und tschüss.